Heute schauen wir uns an, wie wir Striped Wipe Transitions in After Effects erstellen können. Also einen kleinen Clip, den wir dann als Übergang in Premiere benutzen können, um von einem Clip auf den nächsten zu springen. Also einfach ein paar Balken, die rein animiert werden und sich selbstständig auch wieder wegwischen, so wie hier im Bild. Fangen wir an. Also, um uns das Ganze zu erstellen, gehen wir erstmal in After Effects und legen uns hier ein neues Projekt an. Das habe ich schon getan. Jetzt erstellen wir eine neue Komposition. Die machen wir meinetwegen Full HD, 1080p. Nennen wir dann zum Beispiel, das ist dann unsere Hauptkomposition, in der das Ganze abspielen wird. Und haben wir ja gesehen, dass wir mehrere einzelne Balken dann da drin haben werden. Was ich mache, ist wie folgt. Und dann werden wir uns hier eine weitere Komposition erstellen, eine Unterkomposition. Da machen wir auch mal einen neuen Ordner für. Nennen das Ganze Balken. Da werden wir unsere Balken reinpacken. Da machen wir eine neue Komposition. Die sagen wir mal von der Breite 400, von der Höhe nehmen wir jetzt mal 3000, damit wir einfach genug Spielraum hinterher haben. Okay, jetzt befinden wir uns hier in dieser Komposition. Die werde ich auch mal umbenennen in Balken 1. Ich verschiebe das hier auch in den Ordner. Und jetzt haben wir hier den Ordner, wo wir unsere Balken drin haben werden. Jetzt befinde ich mich hier in dieser Komposition Balken 1, die wir gleich verwenden werden für unseren ersten Balken. Jetzt werde ich hier einmal neu anlegen eine Farbfläche, die unsere Farbe des ersten Balkens definiert. Sagen wir mal hier Linial und Grün. Okay. Und hier wird die gleiche Größe haben wie die Komposition, sodass sie alles ausfüllt. Sagen wir okay. Jetzt hätten wir hier unseren ersten Balken. Wenn wir hier in unsere Hauptkomposition reingehen, könnten wir schon den ersten Balken hier reinziehen und ungefähr so platzieren. Wir können das natürlich auch noch hier in der Komposition ganz links ausrichten und auch von der Mitte her. Und die Komposition ist deswegen um einiges größer. Die Komposition des Balkens, damit wir einfach genug Spielraum haben, egal wie weit wir das Ganze nachher dann drehen werden. Okay. Nur jetzt ist das ja eine Farbe und wenn wir das abspielen, dann passiert da auch noch nichts. Im Beispiel war es ja so, dass der Balken zunächst von links nach rechts eingeblendet wird und dann auch wieder von hinten quasi in sich selbst verschwindet. Man macht das Ganze, indem wir jetzt hier anfangen und uns als erstes mal hier eine neue Form erstellen, die das dann verdecken wird. Zoom mal ein bisschen raus und erstelle hier eine neue Form. Ganz wichtig, dass wir hier die Ebene nicht angewählt haben. Sonst würden wir nämlich eine Maske anlegen und keine Form. Die machen wir ungefähr die Größe, so dass es größer ist wie die Komposition hier. Und jetzt werden wir hier einstellen im Blendmodus Alpha-Schablone. Dieser Modus hier, Alpha-Schablone, bewirkt eben, dass alles, was sich hier unterhalb dieser Formebene 1 befindet, nur angezeigt wird, dort, wo diese Ebene auch gerade ist. Wir sehen, jetzt wird hier nichts angezeigt. Wenn wir uns die Transparenz mal anzeigen lassen, sehen wir, da ist nichts. Und sobald sich diese Ebene dann da rein bewegt, die Formebene 1, dann kommt unsere grüne Farbfläche hier zum Vorschein. Und das ist ja auch genau das, was wir wollen. Jetzt werden wir das hier einfach animieren über die Position. Wir werden hier die Ebene anwählen, drücken P für Position, sagen dann, gehen in der Zeit etwas vor, sagen wir hier, bei etwa einer Sekunde soll sich das Ganze, bei gedruckter Shift-Taste ziehe ich das jetzt hier rüber, da soll sich das Ganze hier befinden. Jetzt gehe ich in der Zeit zurück und der nächste Keyframe wird dann automatisch gesetzt und jetzt ziehe ich das hier rüber. Und wenn wir das Ganze dann abspielen, dann wird das schon mal so eingeblendet. Und verschwindet natürlich auch wieder, weil das Ganze ja hier an der Stelle durchs Bild fährt. Also dieser Streifen fährt ja hier durchs Bild und das dauert eine gewisse Zeit. Und im Prinzip hätten wir das dann damit schon erledigt. Und wir können das natürlich noch anpassen von der Länge. Wenn das länger dauern soll, dann ziehen wir einfach die Keyframes auseinander. Dann dauert das Ganze länger, logischerweise. Und wenn wir es enger zusammen machen, dann geht es wieder schneller. Was wir noch machen können, ist diese beiden Keyframes hier aktivieren und F9 drücken. Das ist das gleiche, wie man hier mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Keyframe drücken und Easy Ease drücken. Das bewirkt einfach, dass diese Animation hier nicht linear
verläuft, nicht so steif, sondern halt ein bisschen besser aussieht, dadurch, dass wir hier diesen Graphen so ein bisschen abgerundet haben. Okay, jetzt haben wir das erste Jahr fertig. Die Animation läuft so. Wir haben hier ein paar Frames, wenn wir das mal hier Frame für Frame durchspielen würden hier bei gedrückter Command-Taste und dann nach rechts gehen mit den Pfeiltasten nach rechts, dann sehen wir hier, dass wir hier mindestens 1, 2, 3, 4, 5 Frames sogar haben, wo das Ganze komplett verdeckt ist, bevor es dann wieder weitergeht, dass das Ganze freigegeben wird. Also wir können das im Prinzip ja auch noch ein bisschen kleiner machen. Theoretisch reicht uns ja in Premiere ein Frame, wo das Ganze verdeckt ist, um dann den nächsten Clip anzeigen zu lassen. Da haben wir jetzt immer noch ein paar. Reicht uns so fürs Beispiel. Und unsere Animation sieht jetzt so aus. Okay, wenn wir wieder in unsere Hauptkomposition hier gehen, dann sehen wir hier jetzt, dass sich was getan hat, weil hier in dem Zeitpunkt die Animation ja schon zu Ende ist. Da ist kein Balken mehr, also sehen wir jetzt hier, was da passiert. Ich mache das Ganze mal ein bisschen kleiner. Und wir sehen jetzt, was passiert. Der Balken kommt und verschwindet wieder. Jetzt gehe ich mal hier an eine Stelle, wo man den ganzen Balken noch vollständig sieht, damit wir das hier auch schön platzieren können. Und jetzt werde ich mir diese Komposition hier duplizieren, aber nicht hier unten in der Ebenenliste. Wenn ich das machen würde mit Command D, kann ich auch machen, dann habe ich es mir dupliziert. Der Unterschied ist aber, im Gegensatz dazu, wenn ich es hier dupliziere, dass ich hier eine Kopie anlege, die nicht unabhängig ist von der anderen Komposition. Dupliziere es hier oben und ziehe sie mir wieder rein, dann ist die, die Komposition dupliziert, aber sie ist unabhängig von der anderen. Ich zeige, was ich meine. Ich dupliziere mir jetzt hier oben das Ganze. Jetzt habe ich hier Balken 2. Den kann ich mir dann auch schon hier reinziehen und ich kann dann in diese Komposition auch reingehen und kann hier die Farbfläche anders färben. Ich will jetzt mal hier irgendeine andere Farbe. So. Und gehen hier wieder in unsere Hauptkomposition und sehen, dass eine andere Farbe erstellt wurde. Ich mache das Ganze jetzt nochmal rückgängig und lösche auch hier diese Ebene 2 und dupliziere das mal jetzt hier und gehe in eine Ebene rein, ändere die Farbfläche hier von der Farbe und wie wir sehen, haben sich dann beide Flächen verfärbt, die liegen hier noch übereinander, haben die gleiche Farbe, weil sie im Prinzip, weil es eine verknüpfte Komposition ist. Also es ist halt ein Duplikat, das nicht unabhängig ist. Also das wollen wir nicht. Darum werden wir das hier machen. Command D, Balken 2, da gehen wir rein. Dann sagen wir hier für unsere Farbfläche die entsprechende Farbe. Okay. Und wenn wir dann hier diese zweite Komposition reinziehen, sehen wir auch, dass es unabhängig voneinander ist. Jetzt werden wir das Ganze noch ein bisschen genauer hier duplizieren. Die Animationen laufen jetzt für beide. Wir haben ja auch ein paar Frames, wo das Ganze voll angezeigt wird. Ja, das sollte auf jeden Fall reichen. Jetzt werden wir das hier noch näher dran platzieren. Bei gedruckter Leertaste kann ich hier mit der Hand, weil ich lese dann hier aus, kann ich dann das Ganze platzieren. Muss natürlich an die Stelle gehen, wo es sich noch vollständig zeigt. Wenn ich jetzt versuche, das zu platzieren, wo es schon abgelaufen ist, dann macht das wenig Sinn. Und jetzt werden wir hier V für den Zeiger, werden wir das Ganze bei gedrückter Shift-Taste, damit es sich wirklich nur horizontal bewegt, hier dran schieben. Kann sich im Prinzip auch ein bisschen überlappen, ist nicht schlimm. Okay, so. Und jetzt können wir hier die Balken duplizieren, weil die ja immer die gleiche Farbe behalten sollen. Also wir müssen nicht hier oben noch unabhängige Kompositionen erstellen, sondern wir nehmen hier unten ein Duplikat und schieben das hier rüber. Und das hat dann natürlich auch den Vorteil, wenn ich dann hier in die Komposition Balken 1 reingehe und die Farbe ändere, dann ändert sich die Farbe hier auch mehrfach überall dort, wo diese Art Komposition halt eingefügt ist hier. Und das wollen wir ja auch, weil wir dann ja nicht bei einer Farbänderung in jede einzelne Komposition wieder reingehen wollen, sondern nur in Balken 1 und Balken 2 und dann hätten wir das Ganze dann entsprechend angepasst. Okay. Bei gedrückter Alt-Taste und mit einer Mausrad drehen können wir das Ganze hier auch die Zoom-Stufe verändern. Also jetzt wieder hier Balken 2, Command D auf dem Mac und dann
schieben wir uns diese hier rüber bei gedrückter Shift-Taste, damit wir jetzt eben nur horizontal hier das Ganze verschieben und dann werden wir das hier anfügen. Alt-Taste mit dem Mausrad wieder ausscrollen, dann werden wir uns nochmal Balken 1 duplizieren, hier hinten hin verschieben. Und dass wir hier so ein bisschen Überstand haben, ist gut, weil wir das Ganze ja drehen wollen, wie in dem Beispiel, wie wir das eben gesehen haben. Und was wir jetzt machen werden, wir sehen ja jetzt, dass das Ganze jetzt abgespielt wird. Funktioniert also, aber es muss natürlich noch gedreht werden. Und dazu werden wir auch gleich diese ganzen Balken hier in eine Unterkomposition noch verschieben. Braucht man eigentlich nur, wenn man noch so ein Logo dann später überblenden will. Und wenn man es nicht will, also so ein Logo, wie wir es im Beispiel eben unten links gesehen haben, wenn man das haben möchte. Ansonsten muss man diese ganzen Balken nicht in eine weitere Unterkomposition stellen. Ich werde jetzt einfach mal bei gedrückter Shift-Taste das erste anklicken, also die erste Komposition hier, und dann immer noch bei gedrückter Shift-Taste die letzte, um alle auszuwählen. Wir drücken R für Rotation, also Drehung. Dann drehen wir das Ganze, so wie wir das halt haben wollen, zum Beispiel so ein bisschen. Wenn man weiter dreht, dann würde irgendwann hier kein Platz mehr sein, dann müssten wir die Balken halt breiter erstellen. Dann schieben wir das wieder so hin, dass es das Ganze hier verdeckt. Und wenn wir jetzt abspielen, dann funktioniert das Ganze schon. Und damit wären wir dann im Prinzip schon fertig mit unserer Animation hier. Die Balken werden eingeblendet und wieder ausgeblendet, alles fertig. Wenn wir das jetzt exportieren wollen, dann gibt es noch eins zu beachten. Wir gehen hier auf unsere Hauptkomposition, die anderen kann ich auch mal wieder schließen. Und wir sehen übrigens noch, wenn wir jetzt hier in eine Komposition reingehen und die Farbfläche hier verändern, Ebene, Einstellung für Farbfläche, ich mache jetzt hier mal so ein Pink, dann sehen wir hier wieder in Hauptkomposition, dass alle Balken sich verändern, die das halt entsprechend benutzen, also alle duplizierten Unterkompositionen. Ich mache es hier auch nochmal, sehe ich jetzt natürlich nicht, weil hier das schon wieder abgedeckt ist, aber in der Hauptkomposition werden wir es gleich sehen und die Farbe hat sich geändert und deswegen halt wichtig, dass wir die Unterkompositionen hier oben duplizieren und nicht einfach hier, weil dann alle miteinander verknüpft werden. Ne? Okay, das hätten wir. So, nun zum Export. Wir gehen hier in unsere Hauptkomposition, gehen auf Ablage, exportieren und dann gehen wir an die Renderliste anfügen und wir wählen hier unseren Speicherort aus, wo auch immer wir das hinhaben möchten. Wichtig ist aber hier bei Ausgabemodul verlustfrei klicken wir drauf und wählen hier bei Kanäle RGB plus Alpha Kanal aus. Okay. Und dann könnten wir es einfach als QuickTime-Format inklusive Transparenz irgendwo hin exportieren und in Premiere einfügen und dann als Überblendung nutzen, indem wir einfach diesen hier gerenderten Clip über zwei Clips legen, jeweils zur Hälfte auf den ersten Clip und zur anderen Hälfte auf den zweiten Clip, sodass halt der Schnitt verdeckt wird von der Stelle hier, wo halt alles verdeckt ist, von dieser Position. Und dann in den nächsten Frames wird es dann wieder freigegeben und der Clip darunter kommt dann zum Vorschein. Ja, ich hoffe, das hat dem einen oder anderen geholfen. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über ein Abo, Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.